Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pro Evo 18 mit allen Mods, Lizenzen und so weiter. Ich bin's Jan und heute haben wir tatsächlich mal eine Folge, wo wir zwei Bundesligaspiele haben. Ich habe nämlich schon auf den Spielplan geguckt. Wir haben gegen SC Freiburg ein vermeintlich leichtes Spiel, gegen Leverkusen ein, ja, ungefähr ausgeglichenes Spiel. In der nächsten Folge dann wieder ohne viel Abstand das Rückspiel direkt gegen Moskau. Also das wird spannend. Plus noch einen weiteren schwierigen Bundesligaspiel. Also das heißt, wir sollten am besten jetzt schon personell planen, was wir denn tatsächlich gegen Leverkusen einsetzen können, damit wir gut in der Champions League aufgestellt sind. Weil das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Die Tabelle seht ihr da unten auch. 14, 13 und 12 Punkte, also direkt gestaffelt hintereinander. Platz 1, 2, 3, auf Platz 3 immer noch Hannover 96. Das ist einfach ziemlich verrückt. Übrigens, falls ihr die FIFA-Videos nicht schaut, einmal noch kurz gesagt, der Strahler ist noch nicht funktionsfähig und ist auch nur zur Bauprobe da oben. Also da wird noch in den Tagen bei mir was privat umgebaut und so weiter. Da mache ich ein bisschen Lichttechnik, baue ich da noch ein, andere Sachen und so weiter. Vielleicht mache ich da auch mal einen Vlog zu. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich sowas mal machen soll. Falls euch interessiert, so technikmäßig, wie Lichttechnik, was ich da so alles allgemein so an Technik hier verbaut habe, dann könnte ich das eigentlich mal da zeigen. Also ich habe jetzt auch so viel FIFA gespielt. Ich hoffe, ich werde das nicht zu schlecht sein. Aber Isaac ist ja richtig abgegangen in der letzten Folge. Das heißt, den werde ich jetzt auch vermehrt auf jeden Fall spielen lassen. Aber Philipp hat jetzt volle Ausdauer. Und ja, von der Form geht das eigentlich auch gerade ziemlich klar. Deswegen bleibt er erstmal in der Startelf natürlich. Der trainiert sich dann auch hoffentlich immer weiter auf MS, weil man kann ihn ja wirklich scheinbar nicht so umtrainieren. Das ist ja schade. So, Schmelzer gegen Toljan. Und die Innenverteidigung, da wechsle ich jetzt auch nochmal was. Also Toprak kommt jetzt einmal rein gegen Sokrates. Und der hat eine gute Form, darf er jetzt auch mal spielen, auch wenn er ist jung, 69 ist jetzt nicht top. Den könnte man irgendwie vielleicht mal im Winter ausleihen oder so. Ist ja sowieso ganz gut. Ich habe vor, glaube ich, einige, ja vor allen Dingen bei den Verteidigern, wir haben so viele Verteidiger. Da müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir ein bisschen da was loswerden. Aber natürlich auch neue Spiele kaufen. Wie gesagt, wir haben auch viele alte. Vielleicht hören die sowieso auf oder so weiter. Da müssen wir wirklich mal aufpassen. Übrigens, am Dienstag ist der Tag der Deutschen Einheit. Vielleicht habe ich da auch mal frei, weil Theater, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich da tatsächlich frei habe. Aber dann nehme ich mir auf jeden Fall die Zeit und lade den aktuellen Patch runter, weil das ist immer noch die Beta-Version, die ich hier habe. Das heißt, da kann immer noch irgendwie teilweise was nicht stimmen oder so weiter. Auf jeden Fall, Link ist in der Beschreibung. Da ist auch immer der aktuelle Link zur aktuellen Version. Die ist da immer ganz oben. Ja, aber hier, guck mal, Schwarzwaldstadion steht schon alles richtig da. Wie gesagt, also das ist schon alles sehr, sehr gut. Diese frühe Version, die ich hier tatsächlich immer noch installiert habe. Ich habe halt einfach, Leute, ich muss es so sagen, ich habe so wenig Zeit. Ja, die Videos, die Videoproduktion und dann noch Arbeit nebenbei. Dann will man ja auch noch die sozialen Kontakte pflegen. Ja, gute Chance. Oh nein, Philipp scheitert. Schade. Erste Chance für Dortmund. Und der Ball landet leider nicht im Tor. Und tatsächlich jetzt auch erste Chance. Es ist, warte, wie vierte Minute ist denn? Es ist doch schon einiges gespielt. Naja, okay, elfte Minute. So, die Dortmund-Hymne werden wir in diesem Spiel nicht hören. Hoffentlich nicht die von Freiburg. Das wäre schön, wenn wir die nicht hören würden. Aber ich hoffe, wir sind im zweiten Spiel heim, weil die Dortmund-Hymne ist schon eigentlich eine ziemlich geile. Vielleicht jetzt! Nein! Aubameyang versucht es schon wieder. Aber bis jetzt will das Tor nicht fallen. Sehr gut, Birki. Erste Annäherung von SC Freiburg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist es. Die müssen dann einmal durchkommen und dann wird es richtig gefährlich. Das ist halt das Ding, das ist halt bei großen Mannschaften generell so. Und das sehen wir halt hier auch. Ich finde ganz ehrlich, dieser Schwierigkeitsgrad, so wie wir es gerade eingestellt haben, spiegelt das echte Spielgeschehen einer Top-Mannschaft der Liga gegen alle anderen Mannschaften quasi perfekt wieder. Man startet halt dominant rein und muss dann tatsächlich aber das Spiel auch immer, jedes Mal quasi, nach Hause bringen. So sollte man es theoretisch machen. Klappt natürlich nicht immer. Aber ich hoffe, heute ist ein Mal, wo es klappt. Oh Gott, oh Gott, oh nein! Wir liegen zurück. 31. Minute.
Freiburg starke 5 bis 10 Minuten gehabt und dann liegen sie in Führung. Das kommt davon, wenn man sagt, ein vermeintlich leichtes Spiel zum Auftakt in dieser Folge. Das darf man nie sagen. Nein, jetzt, oh, Birki, danke sehr. Wir haben uns ja sowieso schon quasi richtig, richtig viele Punkte gerettet. Und tut das jetzt hier gerade, naja, immerhin, wir liegen zwar schon zurück, aber 2:0 wäre natürlich noch ärgerlicher. Da wollen wir es gar nicht zu kommen lassen eigentlich, aber es sieht echt gerade nicht gut aus. Die haben, so, jetzt vielleicht, Götze aber, oh, die Ausdauer ist so schlecht gerade in dem Spiel gerade, keine Ahnung. Vielleicht jetzt. Oh, schade. Nochmal eine gute Chance. Aber tatsächlich gehen wir mit einem Rückstand in die Halbzeit. Gar nicht gut. Ausgeglichen sogar. Oh, was? Hätte ich gar nicht gedacht. Die Statistik ist wirklich sehr ausgeglichen. Und ich habe sogar... Oh, Schussgenauigkeit. Schussgenauigkeit, das muss besser werden. Und ich glaube, 5 Tage immerhin bis zum Leverkusen-Spiel sind frei. Danach aber wieder nur 2 Tage bis zur Champions League. Volle Regeneration werden wir schon bis zum Leverkusen-Spiel gar nicht haben. Und ja, also das wird ganz abenteuerlich. Zum Glück stehen wir in der Champions League ziemlich gut da eigentlich. Also vielleicht kann man sogar gegen Moskau was riskieren. Aubameyang, nein, Philipp! Jawohl! Warte, das? Abseits. Der lässt uns noch nicht mehr jubeln, sondern das Spiel sagt uns das direkt. Toll. Ach, der ist drüber gegangen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gecheckt. Alles klar. Mann, ich habe mir den ersten Platz, beziehungsweise allgemein den Platz vor Bayern München so erarbeitet. Mit einem Sieg gegen Bayern München. Und jetzt verliere ich eventuell gegen Freiburg. Wir müssen unbedingt jetzt mal einen Spielerwechsel machen, glaube ich. Wobei, das geht eigentlich noch relativ. In der Offensive haben wir ja nicht wirklich was gewechselt. Das heißt, das sind eigentlich die Top-Spieler da. Mit dem muss es ja eigentlich klappen. Also, Schürrle für Pulisic. Isak kommt rein und Kimmich für Götze. Jetzt nochmal richtig schön die Offensive verstärkt. Beziehungsweise die kommt natürlich erst gleich beim nächsten aus, ne? Der, ach, perfekt. So, ein schöner Dreierwechsel. Hoffentlich bringt das was. Schürrle ja eigentlich, wenn er eingewechselt wird, macht er eigentlich quasi, würde ich durchschnittlich sagen, einen Scorerpunkt. Nein, das also langsam reicht's mir. Ja, also irgendwie langsam muss es mal im Tor sein. Weil das ist gerade wieder Isak mit der Kunststück. Ne, das war Opa, aber alter Vater. Ja, abgepfiffen, erste Niederlage in der Saison. Bin ich selber dran schuld. Ein doofes Tor gefangen. Eigentlich das ganze Spiel nach vorne gedrückt, aber ohne Erfolg halt. Der Torwart, der Gegner des Spielers Tages gewonnen, zu Recht, finde ich. Das war eher doof jetzt. Also Bayern München hat auch leider gewonnen. Wie hat Hannover gespielt? Das ist ja auch, oh scheiße, die haben auch 3:0 gewonnen. Heilige Scheiße. Damit wurden wir von Hannover und von Bayern München überholt. Haben damit auch tatsächlich unsere erste Niederlage. Davor waren wir immerhin noch ungeschlagen. Das sind wir jetzt nicht mehr. Boah, Alter, Wolfsburg ist aber immer noch ungeschlagen. Wolfsburg ist immer noch ungeschlagen. Aber die haben halt auch 4 Unentschieden. Und sind deswegen, naja, aber trotzdem auf dem 4. Platz. So, jetzt müssen wir uns und am Anfang der nächsten Folge extrem um die Ausdauer kümmern. Da sind wir nochmal abgebildet. Tja, nachdenkliche Miene auf jeden Fall. Wir sind nur auf dem 3. Platz. Ziel ist natürlich eigentlich Platz 1. Deswegen müssen wir jetzt hart arbeiten, um gegen Leverkusen gewinnen zu können. Ich glaube, das war auch tatsächlich das erste Spiel, wo wir kein einziges Tor geschossen haben. Also man merkt wirklich, das war... Oh, scheiße, nicht so top. Birki, der muss raus. Weinfeller. So, Kimmich gegen Götze. Was ist denn jetzt hier verdammt nochmal los? So, Isak wechsle ich jetzt mal so rein. Das ist auf jeden Fall sinnvoller. In der nächsten Folge erinnert mich am besten auch mal in den Kommentaren, dass wir in die Jugendmannschaft schauen und ob wir da wen hochholen können. Dann wird zwar die Mannschaft noch voller und noch unübersichtlicher, noch jünger, aber für solch
Ja, für solche Fälle, wenn man. Ja, ich brauche noch auf jeden Fall einen Torwart. Und vielleicht haben wir allgemein da eigentlich ziemlich gute Ersatzspieler. Weiß ich gar nicht, was die da für Werte haben. Besser kann ich es jetzt eigentlich gerade gar nicht aufstellen, als ich es gerade habe. Ich glaube tatsächlich, auch im Signal Iduna Park war das einzige Unentschieden-Spiel. Gegen Hamburg war das, glaube ich. Gegen Hamburg haben wir 1-1 gespielt. Jetzt wollen wir gewinnen. Wir haben natürlich schon häufig im Signal Iduna Park gewonnen, auch das ein oder andere Champions League-Spiel, wo wir uns auch in der nächsten Folge wieder drauf freuen können. In der Champions League haben wir auch schon ein Unentschieden gehabt. Oh, verdammt, das geht ja gut los. Das geht. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich muss gestehen, ich habe sogar selber mehr Rotation im Kader drin, als ich selber gedacht habe. Ich habe natürlich gewusst, es wird viel. Aber so viel hätte ich echt nicht gedacht. Man startet wirklich eigentlich nie mit der Elf, die man in der Strategie quasi so ausgewählt hat. Ist halt wirklich so. Ist halt quasi die Wunschformation oder Elf. Jawohl, da haben wir's. Aubameyang, sechste Minute per Kopf zum Erfolg. Diesmal funktioniert es. Und ich glaube, Vorlagengeber. War das jetzt Piszczek oder Pulisic? Ich hoffe Pulisic. Ja, das würde ihn natürlich ordentlich nochmal verbessern, wenn er hier gut spielt. Nee, war Piszczek, aber Pulisic hat die Vorvorlage quasi gegeben. Oh shit, oh shit, Bredouille. Leverkusen lässt sich nicht lumpen. Aber Aubameyang, kann er durchsprinten? Nee, nicht schnell genug, warum? So, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ich kann keine Freischüsse schießen und habe dann ein Freischuss-Tor erzielt. Ja, dasselbe mache ich am besten jetzt auch nochmal. Also ich kann keinen Freischuss. Ich bin auch immer noch fest davon überzeugt, dass ich das nicht kann, weil ich habe halt wirklich gar keine Ahnung, wie es geht. Es war einfach nur Glück. Ja, diesmal deutlich drüber. Also ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, weil beim letzten Mal hat man so die Kurve immerhin von dem Ball gesehen. Das sieht man halt jetzt nicht mehr und deswegen, ich habe gar keinen Plan. Falls ihr da Tipps habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, weil ich weiß wirklich nicht, was ich drücken muss. Also zum Schießen weiß ich natürlich schon, was ich drücken muss, aber inwiefern, was jetzt und so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Oh, gefährlich. Das darf nicht wahr sein. Also ausgeglichenes Spiel. Wir führen zum Glück mit 1 zu 0. Noch führen wir mit 1 zu 0. Ihr habt ja in der letzten Folge viele Stürmer reingeschrieben, die ich mir kaufen soll. Und da habe ich jetzt mich natürlich noch gar nicht schlau gemacht, oder. Also, ich habe natürlich alles gelesen, aber selber noch gar nicht geguckt, wie viel die tatsächlich kosten. Aber. Das können wir auch demnächst eigentlich mal machen. Wollen wir schon mal anfangen, auf dem Transfermarkt rumzustöbern? Das neue Geld bekommt man ja leider erst am Ende der Saison, aber ich will ja schon im Winter wen Neues verpflichten. Oh, schade. Jetzt eine gute Möglichkeit, nochmal und Isak ist es, der ist wirklich gut, der ist echt verdammt gut. Ich weiß nicht, wie viele Tore der schon insgesamt erzielt hat. Das wäre auch mal so eine Sache, die können wir sogar heute noch nachschauen. In der Statistik, wie wir denn bei den Torvorlagen und bei den Torjägerständen. Also ich weiß auf jeden Fall, Aubameyang, ne, einzig wahre Spitze quasi. Das hat man aber unten schon immer im Hauptmenü quasi gesehen, dass der da mit jetzt bis ins 11 Tore sein vorne ist. Und ich glaube, der zweite war Hannover 96 Füllkrug mit 6 Toren. Also, ja, Aubameyang ist quasi wirklich der einzige Torschütze bei Dortmund. Nur, ja, Philipp und Isak machen halt doch so ein paar Tore dazu. Und, oh, schade. Also, er macht das wirklich gut. Isak gefällt mir extrem. Besser als Philipp, aber Philipp hat die Position ja auch noch nicht gelernt. Alter, der macht so gute Torvorlagen auch. Das ist der Hammer. Seit dem 2 zu 0, seitdem das Tor ist, hier jetzt das dritte Tor, wie Butter ging das gerade runter. Die beiden Tore. Ast rein! Schauen wir mal, wie die zweite Halbzeit dann jetzt doch tatsächlich verläuft. Aber auf jeden Fall gut, dass wir mit 3 Toren in einer Halbzeit jetzt schon reagieren. Weil ja, im letzten Spiel haben wir gar keins geschossen. Aber jetzt 8 zu 5 Schüsse, also auch gut. Weidenfeller, Ersatztorhüter, aber er hält uns hier wirklich
gut im Spiel. Und ohne ihn könnte es wirklich auch schon 3-2 oder vielleicht vor dem Tor weniger Glück und es wäre 2-2. Also, alle Abteilungen bis jetzt machen das Beste, um tatsächlich jetzt einen deutlichen Spielstand sogar zu haben, obwohl die Spielverhältnisse gar nicht so deutlich sind. Pulisic, dem gönne ich eigentlich ja auch immer einen 2er Punkt, wenn man sich schneller verbessert, aber das war nichts. Also, aber Aubameyang könnte wirklich gut oder gerne hier mal Torschützenkönig werden. Der arbeitet auf jeden Fall kräftig dran und das war ein schwacher linker Fuß, den wir da gerade gesehen haben. So, ich wechsle jetzt tatsächlich mal früh. Das ist nämlich wichtig. Und zwar, Philipp wird eingewechselt. Schürrle gegen Pulisic wird, weil Pulisic, der hat so wenig, aber wenn der wirklich, der soll Startelf spielen, wenn er seinen Durchbruch hat. Deswegen, das ist wichtig irgendwie. Mehr mache ich jetzt mal noch nicht, aber ich denke mal, Reus werde ich als nächstes wechseln. Hinten habe ich gute Variablen auf jeden Fall, aber für mich ist immer wichtig, die Offensive muss eigentlich immer ganz stark aufgestellt sein. Also Leverkusen kann es schon jetzt irgendwie noch am letzten Drücker quasi verteidigen. Haben sich darauf eingestellt, dass wir das so spielen. Was ist das denn für eine Ballphysik da gerade gewesen? Junge, der Torwart hat magische Kräfte. Ich glaube, den muss ich kaufen, wenn er sowas kann. Das ist ja schon vorteilhaft, den Ball so krass wegfausten zu können, das ist doch brutal. Das ist jetzt ganz doof. Schürrle. Oh nein. Gerade neu eingewechselt, schon Schürrle verletzt. Oh. Bittere Pille. Spieler wird behandelt. Okay, toi, ich drücke die Daumen. Also Reus wird jetzt noch nicht eingewechselt, ausgewechselt. Der muss den Freischuss reinschießen und jetzt, ich kann keinen Freischuss schießen und... Ah. Diesmal hat es auch wieder nicht funktioniert. Die Position war aber gut und ähnlich wie beim letzten Mal. Gibt's ja gar nicht. Frechheit, dass es nicht funktioniert hat. Oh, Philipp. Oh, schade. Okay, irgendwie eine schlechte Halbzeit von mir jetzt wieder. Die erste Halbzeit war top, die zweite Halbzeit flop, will ich nicht sagen. Wir haben kein Tor kassiert. Oh, was ist das für ein Pass? Okay, aber er ist angekommen, immerhin. Eine große Sache, weswegen ich auch relativ gesehen sogar wenig Chancen zulasse, ist ja meine hohe Passgenauigkeit. Das haben wir jetzt gerade aber irgendwie nicht gesehen. Aber die liegt wirklich pro Spiel immer so ungefähr bei 90%, 89%, sowas in der Richtung. So, Spiel vorbei. Ja, durch einen starken Aubameyang, einen guten Isak, beide jeweils 2 Scorerpunkte. Bayern München hat leider gewonnen, Hannover 96 aber nur unentschieden. Das heißt, wir schauen auf die Tabelle, das heißt, dass wir auf Platz 2 sind. Wieder der direkte Verfolger von Bayern München. Wir haben ja schon gegen Bayern München gespielt und schon gegen sie gewonnen. Das bedeutet, wir können nur noch einmal gegen sie im direkten Duell quasi 3 Punkte nochmal rausholen. Damit wären wir wieder vor Bayern München. Aber damit kann man ja nicht rechnen, dass wir jetzt nur noch alles gewinnen. Also das wäre ja dann wirklich komplett alles. Aber naja, Bayern München lässt hoffentlich auch so nochmal ein paar Punkte liegen. Müssen sie irgendwie. Aber spannende Bundesliga auf jeden Fall und spannende Champions League wird es auch sein. So, Mannschaft des Monats. Tufan? Nicht schlecht, dass der das mal reingeschafft hat. Pulisic Ausdauer. Ausdauer, dass das gestiegen ist, das ist doch schon mal schön. Oh, das Derby gegen Schalke. In der übernächsten Folge Revierderby gegen Schalke und, so wie ich das gerade gesehen habe, wir schauen nochmal dafür auf den Spielplan, das lohnt sich. Also, nächste Folge diese beiden Spiele und danach, Schalke und Hoffenheim. Ich dachte da auch direkt in der Folge das Schalke-Spiel und nochmal Champions League, aber nein. Also übernächste Folge, das sind wichtige Punkte, da müssen wir gewinnen. Was? Alter. Platz 18, Saisonstatistik, 1 Sieg, 6 Niederlagen, 1 Unentschieden. Die haben erst 4 Punkte. Was hat Schalke gemacht? Dann wäre es ja umso peinlicher, wenn wir gegen die verlieren. Naja, egal. Wir werden auf jeden Fall schauen, wie sich das weiterentwickelt. Auch nur 3 Tage Pause nach schon sehr kritischer Sache zum Gladbach-Spiel. Also das wird... Nächste Folge wieder der Shit, da irgendwie in beiden Wettbewerben 3 Punkte jeweils zu holen. Links kommt ihr auf jeden Fall noch zu meinen Social Media Plattformen, dort erfahrt ihr immer wieder, wenn und welches Video rauskommt. Rechts kommt ihr jetzt noch zur nächsten Folge, das weiterhin raus ist, normalerweise im 2-Tage-Takt. Und zur Playlist kommt ihr auch. Also, haut rein. Ciao.